Das Märchen von Potori Tondon. Es lebte einmal eine Frau, die hieß Potori Tondon. Ihr Mann ging eines Tages in den Wald zur Jagd. Mittags kam er nach Hause zurück, um sich sein Essen abzuholen. Potori Tondon fragte ihn: "Was hast du erlegt?" Ihr Mann antwortete: "Ich habe noch nichts gefangen." Da sprach Potori Tondon: "Wenn du nachher ein Tschitschak rufen hörst, dann geh schnell weg." Sie ahmte heimlich die Stimme des Tschitschak nach und sprach: "Tschitschak, Tschitschak! Sein Kopf wird aufgehängt und zu dem trockenen Fleisch dazugelegt." Als ihr Mann das hörte, lief er schnell in den Wald. Jetzt bereitete sich Potori Tondon Dörrfleisch und briet es für sich allein. Als ihr Mann von der Jagd zurückkam, fragte er Potori Tondon: "Wie klang da vorhin wie ein Tschitschak, als ich in den Wald lief?" Potori Tondon antwortete: "Ich selbst war das." Da wurde ihr Mann sehr zornig und schlug ihr mit seinem Hausmesser auf den Kopf. Das schmerzte Potori Tondon und sie lief aus ihrer Hütte zum Fluss und sprang in ein tiefes Wasserloch. Ihre beiden Töchter folgten ihr und am Rand des Loches sang die Ältere: "Mutter Potori, Mutter Potori, Potori, die auf den Kopf geschlagen wurde, komm an die Oberfläche, säuge dein Kind, es ist hungrig und durstig, sein Bauch ist leer, es will Milch trinken und es weint immerzu." Da tauchte Potori Tondon auf, ihr Kind zu füttern. Nachdem sie ihm Milch gegeben hatte, stieg sie wieder ins Wasser und tauchte in ihre Höhle unter. Die beiden Kinder kehrten nach Hause zurück. Ihr Vater fragte die Ältere verwundert und erstaunt: "Was hast du deiner kleinen Schwester gegeben, dass sie so dick ist?" Da sagte das Mädchen: "Nur von den Maulbeeren." Am nächsten Morgen ging sie wieder zum Flussufer und das Mädchen sang: "Potori, Potori Tondon, deren Kopf mit dem Hausmesser geschlagen wurde, steig nach oben, füttere meine kleine Schwester. Sie ist hungrig und ihr Bauch ist leer." Potori Tondon kam nach oben und fütterte ihr Kind. Nachdem sie es gesäugt hatte, kehrte sie wieder in die Höhle zurück und ihre beiden Kinder gingen nach Hause. Da fragte ihr Vater: "Warum ist deine kleine Schwester nicht dünn, da sie doch gegenwärtig nicht gesäugt wird?" Da antwortete seine Tochter: "Weil ich ihr von den Maulbeeren gebe." Ihr Vater glaubte das nicht und war verärgert. Am nächsten Morgen, als seine Kinder wieder losgingen, folgte er ihnen heimlich nach und belauerte sie. Am Rande der Höhle angekommen, sang sein großes Kind: "Potori, Potori Tondon, deren Kopf mit dem Hausmesser geschlagen wurde, komm nach oben und füttere meine kleine Schwester, die hungrig ist und deren Bauch leer ist. Sie möchte gerne Milch trinken und weint immerzu." Potori Tondon kam nach oben, um ihr Kind zu säugen. Da griff plötzlich ihr Mann, der eine Weile zugesehen hatte, nach Potori Tondon. Doch was er in den Händen hielt, war so glitschig, dass er es wieder losließ. Potori floh eilends in die Höhle. Die beiden Kinder kehrten traurig und hungrig nach Hause zurück. Am nächsten Morgen gingen sie wieder zu der Höhle, setzten sich hin und sangen die frühere Melodie. Doch ihre Mutter erschien nicht. Lange, lange warteten sie, während die Kleine ununterbrochen weinte. Doch Potori Tondon tauchte nicht auf. Die beiden Kinder, besonders aber das Große, waren ratlos. Dann gingen sie los und irrten dem Flussufer folgend umher. Wenn sie auf einen Fruchtbaum stießen, kletterten die Große hoch und aß dann gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester. Falls sie nur zwei Früchte erreichen konnten, gab sie eine ihrer kleinen Schwester, und wenn es drei Früchte waren,
aß jede eineinhalb. Jahrelang wanderten sie umher, und schließlich war auch die kleine Schwester erwachsen und hatte gelernt, selbst zu gehen. Eines Tages stießen sie auf einen Mangobaum. Die Ältere kletterte hinauf und warf die Früchte, die sie pflückte, Stück für Stück auf den Boden, damit die Jüngere essen konnte. Unterdessen kam ein Wildschwein hinzu. Die Ältere rief, um ihrer jüngeren Schwester Mut zu machen: »Bleib nur ruhig, Schwester, hab keine Angst!« Sie warf eine Frucht nach der anderen hinunter, doch jede Frucht, die sie hinunterwarf, wurde von dem Wildschwein verschlungen. Schließlich steckte das Mädchen ein Messer in eine Mango und ließ sie hinunterfallen. »Die hebe nicht auf, Schwester«, rief sie nach unten. Die Mango fiel auf den Boden und das Wildschwein verschlang sie sogleich. Als die Kleine sah, wie das Wildschwein hin und her rollte, rief sie: »Tritt es, Schwester, tritt das Wildschwein!« Die Ältere antwortete: »Ruhig, Schwester, lass das Schwein selbst sterben. Nachher werden wir Fleisch zu essen haben.« Sie stieg vom Baum hinunter und sah, dass das Schwein bereits tot war. Da ging sie Feuer zu suchen, damit sie das Schweinefleisch braten konnten. »Warte hier, Kleine, ich gehe Feuer suchen.« Mitten im Wald stieß sie auf die Hütte von Indo Oro Oro. Das Mädchen bat die Alte um Feuer. Da fragte Indo Oro Oro: »Wofür brauchst du das Feuer, mein Enkel?« Das Mädchen antwortete: »Wir wollen ein Stachelschwein braten.« Da sagte Indo Oro Oro: »Ein Stachelschwein essen heißt eure Großmutter essen.« Sie fragte weiter: »Was willst du wirklich braten, mein Enkel?« Das Mädchen antwortete: »Verdorbene Krabben.« »Großmutter: Eure Großmutter isst nachher Krabben«, sagte sie. Und dann fragte Indo Oro Oro weiter: »Was willst du tatsächlich braten?« »In Wirklichkeit ein Schwein, Großmutter«, war die Antwort des Mädchens. Da sagte Indo Oro Oro: »Mein Enkel, mein Enkel«, gab dem Mädchen Feuer und die beiden gingen zu der Stelle, an der das Schwein lag, um es zu braten. Als das Schweinefleisch gar war, zerlegte Indo Oro Oro es. Da sagte das Mädchen: »Die Füße gib meiner kleinen Schwester, Großmutter.« Die antwortete: »Nachher wird sie noch süchtig auf Schweinefüße.« Da sagte das Mädchen: »Gib meiner kleinen Schwester hier die Ohren. Dann wird sie ja die Gewohnheit bekommen, alles wissen zu wollen«, war die Antwort von Indo Oro Oro. Da sagte das Mädchen: »Wenn sie die Ohren nicht haben darf, dann gib ihr das Herz.« Indo Oro Oro antwortete: »Dann wird sie ja auf Herz versessen«, und verteilte das Fleisch. Dabei sprach sie: »Der Teil ist für meine Füße, der für meine Hände, dieser Teil ist für meine Augen und jener für meinen Kopf.« Das ganze Schwein war aufgeteilt und die beiden Kinder waren nicht bedacht worden. Indo Oro Oro legte alles Fleisch in einen Korb. Dann ging sie mit dem Fleischkorb über der Schulter nach Hause und die beiden Kinder gingen ihr her. Als sie ein Gestrüpp mit steinigem Boden durchquerten, sagte das Mädchen: »Der Korb hat sich verhakt, Großmutter.« Indo Oro Oro antwortete: »Bitte, mach ihn los, mein Enkel.« Das Mädchen nahm einige Fleischstücke aus dem Korb und tat stattdessen Steine hinein. Kurz darauf sagte das Mädchen wieder: »Großmutter, der Korb hängt.« Indo Oro Oro antwortete: »Bitte, mach ihn los, mein Enkel.« Die Kinder nahmen wieder Fleisch aus dem Korb und ersetzten es durch Steine. Das machten sie so lange, bis kein Fleisch mehr im Korb war. Schließlich kamen sie zur Hütte von Indo Oro Oro. Diese sagte zu ihrem Mann: »Hol das Schweinefleisch da!« Ihr Mann antwortete: »Hol dir die Steine selbst. Deine Brust ist so hart wie Stein, dein Schlund ist so heiß wie Herdfeuer, deine Hände hart wie Löffel und deine Ohren sind so groß wie Topfdeckel.« Da antwortete Indo Oro Oro:
Wenn ich brate, wirst du geröstet. Wenn ich Wasser koche, werde ich deinen Mund übergießen und auf deinen Kopf werde ich den Fäusten schlagen. Aber als sie sah, dass der Korb tatsächlich nur Steine zum Inhalt hatte, wurde Indo-Ororo zornig und warf die Steine nach links und nach rechts. Und als sie alle weggeworfen hatte, ging sie los, die beiden Kinder, die schon vorher weggelaufen waren, zu suchen. Sie traf die beiden, wie sie am Wegrand in einem Bambusgebüsch Schweinefleisch aßen. Indo-Ororo ergriff die Kinder, brachte sie nach Hause und fütterte sie, damit sie dick würden. Sie gab ihnen ständig zu essen und die Kinder wurden mit der Zeit immer fetter. Einmal fragte Indo-Ororo: »Wie dick seid ihr denn jetzt, meine Enkel?« Die Kinder antworteten: »Unser Leib ist noch klein und kann fast noch nicht zwischen den Zähnen durchgesteckt werden.« Da sagte Indo-Ororo: »Ich warte noch 2 Monate, dann kann ich euch essen.« Einige Wochen später prüfte Indo-Ororo die Kinder wieder und sagte: »Fühlt ihr euch schon fett an, meine Enkel?« Die Kinder antworteten: »Wir beginnen groß zu werden, Großmutter.« Da ging Indo-Ororo zum Flussufer, um ihre Zähne zu schärfen. Plötzlich sah sie, wie ein schwarzes Tschitschak den Fluss überquerte. Indo-Ororo sagte: »Ein schwarzes Tschitschak überquert den Fluss. Ruf zu Hause, mir vorauseilend, ich sei hierher gegangen, meine Zähne zu schärfen, um meine zarten Enkel zu essen und sie gierig zu verschlingen.« Das schwarze Tschitschak fragte: »Was hast du gesagt, Indo-Ororo?« Nach seiner Frage ging es zurück über den Fluss. Da sagte Indo-Ororo wieder: »Ein schwarzes Tschitschak kommt zurück über den Fluss, ruft zu Hause, mir vorauseilend, ich sei hierher gegangen, meine Zähne zu schärfen, um meine zarten Enkel zu essen und sie gierig zu verschlingen.« Hastig eilte der schwarze Tschitschak zum Hause von Indo-Ororo und sagte zu den beiden Mädchen: »Wenn ihr mir eine Belohnung gebt, werde ich euch eine Geschichte erzählen.« Die Kinder erwiderten: »Womit können wir dich belohnen? Mit Gold?« Da entgegnete das schwarze Tschitschak: »Was soll ich mit Gold?« Fragten die Kinder: »Womit sonst? Willst du Reis?« Da antwortete das schwarze Tschitschak: »Ja, Reis«, und fuhr fort: »Holt eine Laus und lasst sie im Südzimmer frei. Nehmt eine Wanze und lasst sie im Mittelzimmer frei und fangt einen Floh, den ihr unten beim Reismörser hinsetzt.« Bald darauf kam Indo-Ororo vom Fluss zurück und rief: »Hi, meine Enkel!« Die Laus im Zimmer antwortete: »Ich bin hier!« Indo-Ororo ging zu diesem Zimmer und rief: »Hi, meine Enkel!« Die Wanze im mittleren Zimmer antwortete: »Ich bin hier!« Indo-Ororo ging zum Mittelzimmer und rief: »Hi, meine Enkel!« Der Floh im Mörser entgegnete: »Ich bin hier!« Indo-Ororo stieg hinunter zum Mörser. Plötzlich nahm sie einen Kübel, die Schatten der beiden Mädchen war. Hastig griff sie nach den Kindern. Der Kübel fiel auseinander und die beiden Mädchen liefen von Indo-Ororo verfolgt schnell davon. Rasch kletterten sie auf eine Kokospalme. Da stieg Indo-Ororo auf einen Taro-Baum und sprach einen Zauberspruch: »Du Kokospalme, komm herunter, und du Taro-Baum, wachse nach oben.« Die Kinder sprachen dagegen: »Werde hoch, Kokospalme, und du Taro-Baum, werde klein.« Da wuchs die Kokospalme immer höher, fast bis zum Himmel, und umgekehrt wurde der Taro-Baum immer kleiner, bis er kaum noch aus der Erde schaute. Und deswegen sind noch heute die Kokospalmen hoch und die Taro-Pflanzen niedrig. Dann baten die Kinder die Gottheit: »Wenn unsere Mutter im Osten ist, neige dich dorthin. Ist sie im Westen, neige dich dorthin. Wenn unsere Mutter im Norden ist, am Oberlauf des Flusses, neige die Palme flussaufwärts. Und wenn sie im Süden ist, neige sie zur Flussmündung.« Die Kokospalme neigte sich nach Osten und ihr Wipfel fiel genau vor die Tür des Hauses ihrer Mutter. Sie trafen ihre Mutter. »Potori Tondon,
gerade beim Schweinefüttern. Ihre Mutter kannte sie nicht mehr, denn sie waren ja groß geworden. Die Kinder sagten: Mutter, gebt uns etwas von dem Brei für die Schweine. Und Potori Tondon gab ihnen von dem Schweinebrei. Nachdem die Kinder gegessen hatten, sagten sie: Dürfen wir euch zum Dank nach Flöhen absuchen? Gut, bitte sucht, war Potori Tondons Antwort. Die Kinder durchsuchten ihr Haar nach Flöhen, kämmten es und machten es frisch. Als sie die Narbe auf dem Kopf ihrer Mutter sahen, weinten sie. Potori Tondon fragte: Was tropft da? Die Kinder antworteten: Vielleicht ist es Wasser aus der Regentraufe, Mutter. Potori Tondon sagte: Kommt, ich wasche mein Haar noch einmal. Sie reinigte ihr Haar nochmals und die Kinder legten es frisch ein. Beim Anblick der Narbe auf dem Kopf ihrer Mutter weinten sie wieder. Potori Tondon fragte: Was für ein Wasser tropft hier in Wirklichkeit? Die Kinder antworteten wieder: Vielleicht ist es Wasser aus der Regentraufe. Potori Tondon glaubte das nicht und schnell schaute sie nach oben und sah, dass die Kinder weinten. Sie fragte: Warum weint ihr? Das große Mädchen sagte: Wir weinen, weil wir an den Kopf unserer Mutter denken, der vom Hausmesser unseres Vaters verletzt wurde. Potori Tondon erkannte, dass die beiden ihre leiblichen Kinder waren. Sie küsste sie und die Kinder weinten. Die Taro-Blätter im Mund der Kleinen nahm sie heraus, denn das war Schweinefraß, und sie gab ihnen Reis. Wir werden hier bei dir, Mutter, wohnen bleiben und nicht mehr zum Vater zurückkehren, sagten die beiden Kinder. Ihr könnt mit mir hier wohnen, doch da ist eine Schwierigkeit. Ich bin mit einer Reisfeldschlange verheiratet. Sie wird gleich zurückkommen, aber habt keine Angst. Hier sind 4 Kokosnüsse. Du versteckst dich mit 2 Kokosnüssen vorne auf dem Haus und deine jüngere Schwester versteckt sich mit 2 Nüssen hinten auf dem Haus. Wenn die Reisfeldschlange kommt und eingeschlafen ist, werf die Nüsse nacheinander auf den Boden. Inzwischen werde ich einen großen Kessel heißes Wasser machen. Als es dämmerte, kam die Schlange. Schon in der Tür sagte sie: Hey, hier riecht es nach Menschen. Potori Tondon entgegnete: Woher sollen Menschen kommen? Tag für Tag suchst du selbst nach Beute und fängst keinen einzigen Menschen. Außerdem lebe ich ständig hier im Haus. Die Schlange ging schlafen. Da warf die Jüngere eine Kokosnuss auf den Fußboden. Die Schlange fragte: Was war das für ein Geräusch? Potori Tondon antwortete: Da ist eine Ratte. Eine weitere Nuss fiel herunter. Die Schlange wachte auf und fragte: Was war das für ein Geräusch? Potori Tondon antwortete: Da ist eine Ratte. Bis zur dritten Kokosnuss, die herunterfiel, fragte die Schlange. Die vierte hörte sie nicht mehr, weil sie fest eingeschlafen war. Potori Tondon löste ein Bodenbrett, das sie absichtlich so zurechtgemacht hatte, um die Schlange hinunter zwischen die Hauspfähle zu stürzen. Die Schlange fiel auf den Erdboden und Potori Tondon übergoss die unter dem Haus eingepferchten Büffel mit heißem Wasser. Die Büffel wurden verbrüht, sprangen umher und liefen hierhin und dorthin und trampelten dabei auf die Schlange. Getreten und von dem heißen Wasser verbrüht, starb Potori Tondons Ehemann. Seit diesem Tag lebten die beiden Mädchen glücklich mit ihrer Mutter, und was sich weiter zwischen ihnen und ihrem Vater zutrug, wird von dem Erzähler nicht berichtet.